Von Neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Emio, der lächelnde Mann. Im letzten Part haben wir ein bisschen mit Kuse geredet. Sie hat rausgefunden, dass wir bei ihr zu Hause, als ob bei ihrer Oma waren. Fand sie nicht so lustig, aber sie hat gesagt, ja, sie kann uns da jetzt auch nichts gegen sagen. Wir müssen ja ermitteln, ist unsere Arbeit. Sie selber wollte uns aber keine weiteren Infos geben. Und wir haben zu der Tüte noch krasse Infos bekommen. Wir haben nämlich Analyse mitgehört. Aber wenn ihr wissen wollt, was da rauskam, müsst ihr euch den letzten Part anschauen. Und wir sind jetzt anscheinend als Uzugi unterwegs. Und er ist in der Region Sanin. Sanin. Das auch nicht. Hier ist eine Person, die der Schlüssel für den aktuellen Fall sein könnte. Die Sanin-Region ist tatsächlich sehr südlich in Japan. Warum beschäftigen Sie sich denn mit der alten Geschichte? Moment, sind die etwa ein Reporter und recherchieren für irgendwelche Artikel? Nein, nein, ich bin nur von Natur aus neugierig. Na, wirklich. Irgendwie machen sie auf mich einen Eindruck, als wären sie Journalist. nein, ich vertreibe mir nur ein bisschen die Zeit. Ah, nun gut. Geht mich eigentlich auch gar nichts an. Jedenfalls vielen Dank. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Na, ich bin schon auf Ihren Artikel gespannt. Nur ein Witz. Auf Wiedersehen. Am Tag, nachdem die Analyse der Papiertüte abgeschlossen worden war, wurde eine Mitteilung veröffentlicht. Alter, die Musik. Alter. Darin informierte die Polizei die Öffentlichkeit über neue Fakten im Fall Asuka Sasaki allerdings. Haben Sie diesmal die Papiertüte erwähnt? Es wurde nur eine über den Kopf der des Opfer gestülpten Tüte erwähnt. Vom lächelnden Gesicht kein Sterbenswort. Damit sollte sicher allgemeine Panik verhindert werden, aber das hat wohl nicht funktioniert. Die urbane Legende eines Mörders, der sich eine Papiertüte mit einem lächelnden Gesicht darauf über den Kopf gestülpt hat, ist in aller Munde. Ihr sagt jetzt bis jetzt genau dasselbe wie im letzten, also, ne? Nein, hör auf! Wo man auch hinhört in der Stadt, überall ist die Rede von Emio, dem lächelnden Mann. 3 Tage später. Ja, Glück gehabt. Ich dachte, jetzt steht da Kapitel 6. Was sind das denn für Figuren da? Weiß ich nicht. Sind das Figuren mit Papptüten? Ich glaube als schon, Kopf? Ja. Alter, die Stadt ist echt hier voll im Wahn. Ist da Matcha-Eis rechts? Alter, kann gut sein. Kann das sollten. Oder Pistazie oder Waldmeister oder man weiß es nicht. Oder wie heißt das nochmal hier? Scharfe Chips mit Grün? Wasabi. Wasabi. Ja. Und da ist ein Bücherladen. Na gut. Die Polizei hat vor 3 Tagen die neuen Fakten veröffentlicht. Die Auswirkungen sind jetzt in der ganzen Stadt zu bemerken. Also ich glaube, die Frau sollte mal zuletzt ansprechen. Buchhandlung Kanada. Apotheke. Maskottchen! Aber die Maskottchen der Apotheke tragen Papiertüten über ihren Köpfen. Jetzt nutzen sogar Apotheken die Sache mit dem lächelnden Mann zu Marketingzwecken. Ist ja nicht ernst. Der Supermarkt scheint die Sache mit dem lächelnden Mann nicht zu vermarkten. Na, immerhin. Da ruft mich jemand an. Nein, dann schnell. Das ist Ayumi. Ah, eindeutig, wollte ich auch gerade sagen. Bisschen aus wie so ein Gameboy-Display von den Farben. Hallo Ayumi, was gibt's denn? Ja, ich sehe gerade eine Fernsehsendung über urbane Legenden. Anscheinend geht's gleich auch in dem lächelnden Mann. Oh, ich hab's nicht mehr weit, bis zum Büro, bis gleich. Na, wir wollten uns hier noch umgucken, stop it. Gut, bis dann. Was soll denn das? Da war doch die Frau. Hallo Ayumi, ich bin zurück. Gott, ist das so eine Gruselshow? Oder wenn man sie eine Brille. Hallo, seht ihr das an? Der lächelnde Mann ist doch angeblich derjenige, der diese als Papiertüte trägt, oder? Man sagt, dass er Kinder tötet, die ihm und ihn dann ähnliche Papiertüten über den Kopf stülpt.
Toru Osawa. Ist der bekannt für irgendwas? Was ist das überhaupt für ein Fernseher? Also das spielt wirklich in den 60er, 70er Jahren, ey. Wirklich, ey, krass. Wir zeigen jetzt eine Auswahl verschiedenster Papiertüten, damit sie die Zuschauer das Ganze verbildlichen können. Was geht denn ab? Werfen Sie einen Blick darauf. Alle unten, na bitte. Die sind alle falsch. Wer ist das? Wer war das? Was war das für ein Gesicht? Gleich der Mörder. Oh, gruselig. Einige davon sind ja auch ganz schön klein. Unten in der Mitte, der kommt am nächsten ran. Gut, der hat da anscheinend noch Zähne, die nicht, aber sonst. Sonst ist er sehr nah. Es gibt auch eine Variation der urbanen Legende vom lächelnden Mann, die urbane Legende vom lächelnden Kind. Als ob die uns jetzt den Mörder zeigen, nee. Von einem Kind? Der sieht älter aus. Das ist die Papiertüte, die ich Emiko gegeben habe. Es ist der Mörder. Wer ist denn Emiko, den Name? Kann ich jetzt nicht zuordnen. Es ist natürlich interessant, dass die Etymologie des Namens Emio schon auf Lächeln hindeutet. Was hat er gerade für einen Namen gesagt? Irgendwas mit E. Mann, ich konnte nicht zuordnen. Das war Professor Toru Osawa, der sich auf die Erforschung urbaner Legenden spezialisiert hat. Vielen Dank, Professor. Emily? Emily? Na. Schrecklich, das alles. Ja. Was war das eigentlich für ein ganz... Was haben wir jetzt mit ihm gemacht? Der war da ganz kurz, hat er die... Hä? Mit wem jetzt? Na, ja, hier, da? Wo wir den Pater angefangen haben. Ach so, mit Uzugi, ich weiß es nicht. Ich hatte nur gehört, dass er irgendwo ist und weiß ich auch nicht. Kommen wir da nochmal zurück? Aber ich verstehe auch, warum es die Leute fasziniert. Die Verbindung zwischen der oberen Legende vom lächelnden Mann und dem Mord an Aizuka ist einfach zu naheliegend. Schön, wir haben hier einiges noch. Aber die Person kennen wir jetzt natürlich nicht, die wir jetzt gesehen haben. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Sicher? Er hat doch Makoto gesagt. Nein. Hat er nicht. Irgendwas mit... Oder hat er Megumi gesagt? Hat er auch nicht. Er hat irgendeinen Namen gesagt, entweder einen Namen mit E oder mit M, aber keinen, den wir schon kennen. Nein. Also Makoto wäre ja schon krass. Nein. Jetzt glaub mir doch. Nee, das beunruhigt mich jetzt. Notizbuch. M.I.O. Nee, kannst du es ja nicht. Nein, der hat da nichts gesagt. Der hat irgendwas mit... Ich muss das jetzt wissen. Hilfe zurückspulen. Oh, warte mal. Aha. Ja, aber das ist doch... Das zählt doch. Emiko. Sag ich doch. Emiko. Ja, guck mal, Emiko sein soll. Emiko, wo bist du? Nein. Was hast du denn jetzt? Ich dachte, es kommen hier all so krasse Sachen schon, aber nein. Ja, bestimmt, aber vielleicht ist Emiko ein Spitzname von irgendwie. Jetzt lass mich doch mal die restlichen Sachen im Notizbuch lesen jetzt. So, ja, sorry. Ich bin ja gerade zu aufgedreht. Ich wäre befreundet gewesen. Hallo, danke. Die Papiertüte oder sein Kopf hatte dieselbe Zusammensetzung wie die Papiertüten, die bei den zweiten und den dritten Mordopfer der Mutter gefunden wurden. Aber er hat gesagt, er hat die Papiertüte gegeben. Ist das vielleicht jemand, der verrückt ist, der nicht einsieht, dass er die getötet hat dadurch, sondern dass er dachte, er gibt denen ein Lächeln und hilft denen? Und deswegen hat er gesagt, er hat dir den gegeben? Möglich. Warum hat er denn eine Maske um? Corona ist hier Stroh. Obwohl sie es immer noch leugnet, bin ich sicher, dass sie sich an Herrn Uzuki erinnert. Als ich an der Bushaltestelle war, hat sie das Taxi gerufen. Ja, okay. Die Papiertüte über den Kopf stimmte nicht mit denen überein, die bei den anderen Serienmörder-Mädchen oder bei Aizuka gefunden wurden. Das steht da bestimmt auch so.
Der Papiertüte über dem Kopf stimmt überein. Ja, okay. Kommissar Kamihara darf Autos. Er weiß anscheinend von Marco de Kuse. Und er fährt Autos, Boote, LKWs und Motorräder. Ich verstehe nicht, warum Motorräder fahren ja wirklich viele. Ich weiß nicht, warum er bei denen dann ausgerechnet. Na egal. Kann natürlich Zufall sein, kann Zufall sein. Ja, ja, da steht jetzt gleich, wenn du auf die zweite Seite gehst, genau, die Papiertüte stimmt. Na dann überlegen wir mal. Oder ist Suke in der Talkshow? Ja, nicht verrückt. Kurz bevor du reingekommen bist, hieß es ein junger. Oh, warte mal, sein Kopf getötet worden. Ich hab irgendwas angemacht da. Ja. Oh, hier, jetzt ist es aus. Ich hab Auto-Dings angemacht anscheinend. Aha. Dass er Maisuke ging, war also jedem klar, der von dem Mord an ihm wusste. Okay, vielleicht kann es ja bewirken, dass sich Leute, die ihn kannten, mit den neuen Informationen melden. Ja. Es ist unglaublich, wie viel Aufmerksamkeit dieser Fall auf sich zieht. Lass mich gleich ihre Brille auf jeden Fall angucken. Giovanna, die Legende von Emio, dem lächelnden Mann, genießt offensichtlich einen hohen Bekanntheitsgrad. Passend zum Haarband. Ja, stimmt. Es ist nur, wenn es um eine echte Person geht, wie damals dem armen Aisuke. Ja, traurig. Ja, dann guck jetzt mal die Brille an. Beobachtungen. Wenn ich den ganzen Aufruhr um den lächelnden Mann bedenke, mache ich mir wirklich Sorgen, Megumi. Es muss unerträglich sein, einen Freund zu verlieren, dem man so nahe stand. Ja, ein Albtraum. Ich bin ja echt froh, dass ich mit dem. Gut, das war jetzt auch kein Mord, das war einfach nur. Indirekt. Mit der bei mir in der Abi-Klasse war, da war ja auch einer gestorben, weil er mit dem Motorrad umgenietet wurde. Also mit dem Auto, also von einem Auto mit dem Motorrad. Ach so, okay. Bin froh, dass ich mit dem nicht viel zu tun hatte. Ich glaube, das wäre sonst auch ein bisschen schlimmer geworden. Nachdenken. Oh no, oh no. Ich frage mich, ob Yumi das alles an Joko erinnert. Alter, Joko und Klaas. Oh Gott. Oh, ich hab auch dran gedacht. Als sie davon sprach, wie Megumi sich fühlen muss, ging ihr das offensichtlich sehr nah. Die Fernsehsendung hat sicher was in ihr ausgelöst. Sie will wahrscheinlich nicht darüber sprechen. Sie will aber nicht darüber sprechen! Ich möchte Agumi auch irgendwie aufmuttern. Ich möchte sie aufmuttern. Sie will wahrscheinlich nicht drüber sprechen. Jetzt die Brille angucken. Ich hoffe, Ayumi ist bald wieder so, wie ich sie kenne. Ich raste hier gleich wieder aus. Ruf sie. Hey, Ayumi! Hm? Ich weiß, dass uns noch viele Puzzleteile fehlen. Lass uns die Köpfe zusammenstecken und scharf nachdenken. Vielleicht bringt uns das weiter. Für Aisuke und für Megumi. Oh. Ja, du hast recht. Wir sollten unser Bestes versuchen. Für sie. Super. Gehen wir doch mal durch, was wir bisher wissen. Hilfst du mir? Ja, klar. Bevor wir anfangen, Florian. Danke. Danke wofür? Ich habe doch gar keine Theorie präsentiert. Lass uns jetzt erstmal gemeinsam kombinieren. Wieder Zusammenfassung. Wupp, wupp. Beginnen wir mit der Todesursache im Fall Aisuke Sasaki. Ersticken durch Erdrosselung mit einem schnurähnlichen Objekt. Ersticken durch Erwürgen. Nee, das erste. Bluten, Alter. Stecken durch Erdrosselung mit einem schnurähnlichen Objekt. Genau, der eine, der blutet, ist
wo Blut herkommt, ist ja noch nicht bestätigt tot. Aizuka wurde mit einer über den Kopf gestülpten Blub mit einem lächelnden Gesicht darauf aufgefunden. Was habt ihr jetzt? Papiertüte. Ja, das ist bei verschiedenen. Da, Papiertüte. So, ne? Ganz genau. Mhm. Außerdem gibt es eine urbane Legende, die diesen Fall auf seltsame Weise widerspiegelt. Zentrales Thema der urbanen Legende ist, der lächelnde Mann, ja. Papiertüte, was hast du jetzt angenommen? War nichts, aber nur also, die Akte selber. Also es geht um den lächelnden Mann, der auch als Emilio bekannt ist. Die urbane Legende ist nicht die einzige Sache, die eine merkwürdige Ähnlichkeit zu diesem Fall aufweist. Vor 18 Jahren gab es mehrere Fälle, die an den aktuellen erinnern. Dabei handelt es sich um die Mordserie vor 18 Jahren. Ja, da gibt's ja mehrere. Da hat sich gefühlt bei jedem. Ist auch irgendwo ein. Na, okay. Serienmordermädchen, stimmt genau. Drei Opfer, bei denen Serienmordermädchen waren. Ayaka Hajitsume. Hallo? Ja. Was machst du? Muss ich jetzt einzeln andrücken oder? Jetzt hast du sie. Da ist sie jetzt markiert. So. Na dann. War denn Manabu jetzt schon wieder? Ich. Ja, ganz raus hier mittlerweile. Es ist langsam viel zu viele Namen. Manabu war der Vater von Ayaka. Ayumi. Ayumi war die letzte, oder? Ja, Ayumi ist sie selber. Also ist unsere Kollegin. Also, Mika Inoue war es da drüben links. Und der Ayaka. Ayaka Hashizume, Sashiko Takagi und Mia Inoue. Alles Mädchen im Teenageralter. Ungefähr zur Zeit dieser Serienmord an den Mädchen sind auch noch zwei Personen verschwunden. Bitte sind vermissen, handelt er sich um den Bruder von ihr und der vermisste Mann. Wie? Wo ist Kutze? Makoto, oder? Ein Mann, der eine große Menge Blut hinter sich hat, diese Beschreibung. Und den Bruder von Kommissar Kuse Makoto. Das Opfer Aizuka Sasaki schien keine Feinde zu haben, die ihm Schaden zufügen wollten. Aber ein Problem hatte Aizuka doch. Hätte auch den Vater nehmen können, der ist ja indirekt verschwunden. Aizuka. Und möglicherweise schlechterer Schulabschluss. Du. Er lief Gefahr, es aufgrund eines schlechten Schulabschlusses nicht auf die Highschool seiner Wahl zu schaffen. Genau, seine Noten wurden immer schlechter. Und dann war da noch die Analyse der Papiertüte, die jemand über Aizukas Kopf gestülpt hatte. Über diese Papiertüte lässt sich Folgendes sagen. Kürzlich gekauft und brandneue. Das sagt genau. Sie war mit der Tüte, die beim zweiten und dritten Serienmordopfer vor 18 Jahren verwendet wurden, vergleichbar. Die Papiertüte, in der Kopf des ersten Opfers der Mordserie vor 18 Jahren steckte, wies eine besondere darauf. Die Papiertür. Papiertür. Papier. Ah, der Tüte war anders. Das war den anderen Opfern. Ach man. Genau, die Tüten beim zweiten und dritten Opfer waren ähnlich. Aber die beim ersten Opfer war vom Material her anders. Was eine Verbindung zwischen dem Morden vor 18 Jahren und dem aktuellen betrifft, hat die Analyse der Tüten eines gezeigt. Die bei Aizukas
kopfgestülpte Tüte war von derselben Machart wie die beim zweiten und beim dritten Mordopfer von damals. Also sollten wir davon ausgehen, dass es bei diesen drei Morden einen Zusammenhang gibt. Ja, ich denke, du hast recht. Ja, die Tüte. Da die Tüte beim ersten Opfer des Serienmordes von damals nicht in die Reihe passt, scheint mir eines wahrscheinlich. Im ersten Fall der drei Morde vor 18 Jahren war ein anderer Mörder am Werk. Das wäre natürlich gut möglich. Interessante Theorie. Es hat doch heute bei dir beim Kombinieren richtig geflutscht. Ja, danke. Ich habe mir auch ziemlich Mühe gegeben. Also lass uns besprechen, wie es weitergehen soll. Ich würde gern versuchen, mehr über den Mann zu erfahren, der vor 18 Jahren verschwunden ist. Das wollten wir heute auch schon. Du meinst den, der möglicherweise schwer verwundet wurde? Wird immer noch vermisst, oder? Ah ne, das ist doch was anderes. Ja genau, Kommissar Kammerer hat mich gebeten, mich damit zu beschäftigen. Ah, stimmt. Ja, hat er nicht. Also er hat es uns noch nicht gesagt. Jetzt hat er es. Jetzt wissen wir es. Das war ja so Cliffhanger-mäßig. Aber es war der. Ja, gut, stimmt. Ja, okay. Ehrlich gesagt habe ich keinen Plan, wo ich anfangen soll, aber Karma zählt auf mich. Karma, wie kommst du denn drauf, einen Spitznamen für ihn zu verwenden? Seid ihr jetzt einfach befreundet? Jetzt mal im Ernst. Das wird schwierig. Ich weiß ja bisher nicht mal den Namen des Mannes. Wirklich? Ja, Kamada hatte bei meinem letzten Besuch nicht so viel Zeit. Ist aber wegen weiterer Informationen später wieder hin. Was denn? Nun. Entschuldigen Sie, aber Hauptkommissar Kamada ist nicht hier. Er hat es im Moment nicht so einfach. Oh, steht er heute wieder nicht zur Verfügung? Ja, tut mir leid, dass Sie extra den ganzen Weg hergekommen sind. Ich habe Kamada seit dem Tag, an dem wir von den Ereignissen der Analyse der Tüte erfahren haben, nicht mehr gesprochen. Stimmt, sind jetzt, glaube ich, 3 Tage vergangen oder sowas. Ich war mehrmals auf der Wache. Und er war nie da? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Und wenn ich nach ihm frage, zucken alle auf der Wache mit den Schultern. Oh nein. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Vielleicht nehme ich die Ermittlung. Nehmen die ihn erheblich in Anspruch. Kann gut sein, wahrscheinlich bin ich zu ungeduldig, aber das ist doch verständlich, wenn ich ihn nie zu sehen bekomme. Naja, dann lasse ich ihn halt die Zeit, die er braucht. Ich habe ja noch genug andere Sachen zu regeln. Apropos, ich mach mal Kaffee, willst du auch welchen, Ayumi? Nimmst du ihn so wie immer? Jo, also eigentlich war ich gerade dabei zu gehen. Ein Kaffee geht doch noch. Ach ja, du willst doch nicht wohl zu. Das ist kein Geheimnis. Wo ich hin will, hör zu. Was hat sie vor, ob sie wirklich damit rausrückt? Geh zu Megumi Morimoto nach Hause, um mit dir zu reden. Oha. Alter. Aber auch so. Vielleicht ist es schon ein kleiner Trost für Megumi, wenn ich einfach bei ihr bin. Na, ob sie zu Hause ist? Oh, klingt gut, Puh. Puh? Ich bin halt erleichtert, dass du dich um Megumi kümmern möchtest. Sie leidet sich ja sehr. Der ist doch eindeutig eifersüchtig auf den Lehrer. Das kann mir keiner erzählen. Der hat gedacht, sie trifft sich mit dem wieder. Ich weiß. Aber 100 Pro. Deshalb ist mein Plan, auch erstmal Megumis Mutter zu befragen. Ich glaube, für Megumi ist alles noch zu viel. Ich denke auch, sie hätte euch machen müssen. Also, ich werde schon versuchen, sie zumindest zu Gesicht zu bekommen. Aber mal sehen. Tschüss da mal los. Whee! Viel Glück und sei vorsichtig. Tja, und im nächsten Part geht's weiter mit Existenz. Kapitel 6. Oha, oha. Also, dann geht's ja weiter beim Haus der Familie Morimoto. Nicht verpassen. Und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.